ersten Mal hat ein alltagstaugliches Elektroauto eine Strecke von rund 600 Kilometern ohne Aufladen zurückgelegt. Das E-Auto fuhr genau 605 Kilometer von München nach Berlin. Das Projekt wurde gemeinsam von dem Berliner Technologieunternehmen DBM Energy und dem Energieanbieter Lecker Energie durchgeführt. Bundeswirtschaftsminister Brüderle bezeichnete die Weltrekordfahrt als Durchbruch. Die Technologie, die wir heute in diesem Fahrzeug vorfinden, ist eine Lithium-Metall-Polymer-Technologie, die wiederaufladbar ist, die in dem Fahrzeug, wie es dort steht, eine Laufleistung von 500.000 Kilometer anstreben soll. Brüderle empfing die Rekordfahrer in seinem Ministerium und nahm gleich an einer Probefahrt durch den Hof teil. Der umgebaute Audi A2 fuhr die Strecke München-Berlin im Schnitt mit 90 Kilometern pro Stunde. Bei der Ankunft hatte die Batterie noch 18% Ladeleistung.